Schönen guten Morgen. Es ist 6 Uhr 46, 500 Kilometer zur SIM Expo. Es kann beginnen. Angekommen. Es gab nicht viel zu sehen. Es war wirklich viel im Hotel jetzt. Erstmal duschen und dann geht's auf die Messe. Mal gucken, was uns erwartet. Ich war gerade in einem Kino drin, wo ich mit einem AMP mitfahren konnte über den Nürburgring. Und dort war eine D-Box drin, also so ein Motor. Völlig gestört. Hier mal kurz die Eindrücke davon. Uff. Es ist jetzt 23.07 Uhr. Der Tag ist rum. Heute Morgen um 6 aufgestanden. Wir saßen gerade noch ein bisschen in der Lobby, haben noch ein bisschen gequatscht und waren super lecker beim Japaneressen. Morgen geht es wieder auf die Expo und ich habe noch so ein, zwei Sachen auszuprobieren und nehme vielleicht noch so die eine oder andere Sache für euch auf, weil ich möchte unbedingt morgen einen Motion Rig ausprobieren. Aber gut, jetzt geht's ab ins Bett. Es wird Zeit für Schlafen. Hi, wir sitzen gerade gemeinsam hier bei der Sim Racing Expo in unserer Booth. Und man mag es nicht glauben, aber wir fahren auf einer Expo live vor Ort im Rig. Ich bin sehr gespannt. Wir haben heute mit Ralf alles so weit aufgebaut. Also, der und wir werden jetzt heute Abend noch ein, zwei Runden drehen und morgen gehen wir in das Rennen rein. Das wird richtig geil. Also ich freue mich da sehr drauf, auch wenn wir Porsche fahren. Die Hallen sind leer. Es ist jetzt 18.14 Uhr. Wir machen jetzt los. Ralf und ich gehen jetzt noch eine Runde essen, weil Ralf bin ich ja immer noch einmal Essen schuldig, nachdem er mich ja so oft schon mit seinen heißen Zeiten um die PB gebracht hat. Heute ist es soweit. Er wird eingeladen. Also, los geht's. Es ist jetzt 23.22 Uhr und dieses iPhone hat beim Vlogmachen einfach das Licht angemacht, damit ich ausgeleuchtet bin und ich fühle mich gerade, als wenn ich im Solarium bin. Nun, der Tag ist vorbei. Es ist Tag 2, Ruhe im Cartoon, Augen zu, Schönheitsschlaf. Schönen guten Morgen. Das ist live und ungeschnitten. Ich sehe unfassbar scheiße aus. Ich klinge scheiße, aber so ist das einfach. Nichts Aufgehübsches von irgendwelchen Influencern. Ich muss jetzt duschen. Und jetzt los. Tag der Messe für mich und Lena ist auch dabei.
Witzige Anekdote zu dem SIM-Core-Stand. Die Jungs sind hierher gekommen mit Handgepäck aus Australien und haben den Stand, so wie er da ist, hierher gebracht, waren bei Ikea Regale kaufen, um das dahin zu stellen. Und die Flagge wurde irgendwie von dem Vater abgeholt. Das ist halt richtig, richtig witzig. Also der Stand kennt sich. Wichtigste Sim-Racing-Stand, Nintendo. Mario Kart ist das Sim-Racing-Game, ich sag's euch. Das hier, meine Damen und Herren, ist ein 65.000 Euro Simulator mit D-Box, also Motion Rig dran, Simucube. Das ist wirklich ein richtig geiles Gerät. Ich bin damit gestern gefahren. Guckt euch das einfach mal hier an. Kennt ihr das? Ihr geht random über eine Messe und dann steht auf einmal komplett Unicorns versammelt am Auto. Geil. Da ist sie wieder. Die Sonne beim Video aufnehmen. Hallo, dies ist der nächste Teil zu meinem wunderschönen Vlog aus dem Bett. Dieser Vlog besteht eigentlich nur aus Bett. Es ist 21.43 Uhr, Zeit für Pennen. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind mal wieder am. Ich hatte gerade ein Brainlag, dieses Take 2. Wir sind bei uns im Hof. Ralf ist da. Lena sitzt mit drin. Wir haben noch ein bisschen was zu tun heute. Es ist Sonntag. Wir werden noch ein bisschen rumlaufen, ein paar Leute treffen. Noch mal ein, zwei Mal vielleicht im Motion Rig sitzen und ein paar Sachen anfassen. So der Plan. Let's go. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I... Da wir in den letzten Tagen immer in liegenden Positionen Segmente dieses Vlogs aufgenommen haben, nehmen wir auch das Outro im Liegen auf. Ist Schluss jetzt. Mir tut ein bisschen der untere Rücken weh. Ich habe Fuß, ich habe Nase, Lippe. Ich möchte jetzt gerne Feierabend machen. Schön, dass ihr geguckt habt. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke gehabt und hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Lasst doch einfach noch mal ein Däumchen da, runter, hoch und kommentiert und Krasenkowski, bis dann.